Dieser Tag fing an wie jeder andere, doch ich werde ihn nie vergessen. Es war der 13. Oktober 2009, am Nachmittag fing ich an zu heulen. Er war schön und er war stark. Es lag auf der Hand, dass ich ihn mag. Er konnte fliegen wie ein Vogel. Vor der Kamera hat er nie gelogen. Stürzte er, war er nie verletzt. Er hatte ständig den ersten Platz besetzt. Ein deutscher Staatsbürger tötete ihn beinahe, weil er in Radstadt sein Motorrad übersah. Sein Helm hatte die Farbe von Urin. Stefan Eberharter wollte nur vor ihm fliehen. Er war ein Patriot wie kein zweiter, tausendmal beliebter als die Eurofighter. Ich kündigte sofort mein Konto bei der Raiffeisenbank. Ich hatte nicht sehr viel Geld drauf, Gott sei Dank. Ich kann es nicht verstehen. Warum hast du mir das angetan? Und ich hatte Suizidgedanken an diesem Tag, weil Hermann Mayer nicht mehr Skifahren mag.